Heute geht es wieder um den Sieg. Beim letzten Mal mussten wir nur 3 bzw. 4 Schiffe zerstören. Dieses Mal heißt es, wir müssen 7 Schiffe zerstören. Und auch dieses Mal werden wir erfolgreich und gewinnbringend aus dieser Schlacht hervorgehen. Oha. Was sagt ihr? Oha! Ja, wir schaffen das. Lass uns das mal versuchen. Das Wetter ist ein bisschen ungünstig, sag ich mal. Ja, also tatsächlich ist das Wetter das Beste, was uns passieren kann. Wir haben ja sogar mehr Kanonen als bei dem letzten. Genau. Ja, ja. Hier also oben haben wir das. Okay. Ja. Wo kann man hier runter? Also hier ganz vorne, genau. Oh, sind hier viele Kanonen. Hier ganz vorne kommst du runter. Ach so, hier kann man drauf latschen, genau. Auf den Planken. Und dann hier lang. Und hier kommst du zu 2 Waffen und unserem Höhenpropeller. Ach so. Links ist ein Gegner. Hast du markiert? Ich repariere einfach alles, was kaputt ist, ne? Wir haben mal Rollen getauscht, so ein bisschen. Ich bin jetzt der Nasti. Haha, nein. Unsere Klopapierrollen haben wir ausgetauscht. Mach mal. Wo sind denn jetzt welche Waffen eigentlich? Du hast es gerade gesagt und ich habe irgendwie nicht zugehört, glaube ich. Da vorne ist für die Long Range. Vorne jetzt einfach drauf. Denn der Nafs Rasgrit, das ist ein Gegner, weil er markiert werden konnte. Wir sind wieder rot. Ja, wir sind rot. Da unten ist noch einer. Und links. Ja, ich bin da. Ich will ihn gerne markieren. Da ist der talking about. So. Boah, wie gut. Kann einfach durchziehen hier auf das Ding. Das ist so geil. Ist schon was kaputt? Da ist was kaputt. Nicht auf die Waffe. Ja. Haben wir einen? Weggefistet. Wir haben einen. Aber richtig krass. Kratz, Alter. Hau rein. Da muss vorne was repariert werden. Ja, ich gucke. Aber reparieren heißt ja nicht, dass es schon kaputt ist. Ach ja, wir spielen gegen 3 jetzt. Wir nehmen vorne die Havacha Talk in the Boat. Okay. Havacha Talk in the Boat. Kommt ihr vorne ran? Ja. Fred muss. Oh, Rahm. Dringend, wo das Rote ist. Reparieren, das ist unsere Hülle. Hülle. Wo mache ich das? Hülle. Oben hier? Das oben. Genau, das oben. Ah. Die ist aber noch zu weit weg. Ja, ich muss halt erstmal herausfinden, wie ich denn am besten sehen kann, wo was kaputt ist. Aber hier sind ja die Pfeile. Aber wenn die halt mitten im Bild sind, dann sehe ich die kaum. Rechte Seite kann jetzt gleich schießen. Ja. Ich bin immer an den... Nicht auf die Hülle! Ja, ich war fast fertig. Aber wir haben vorher ein Problem. Kein Problem. Ja. Das müssen wir immer so machen. Doch ein Problem, die anderen haben Punkte erhalten. Ach, hier gibt es auch Weitsicht, wir sind aus Wolken raus. Nee, hier oben ist gar nichts. Ach, hier oben ist das Reparaturding. Ist ja hier vorne ist glaube ich, ein Raketenwerfer oder ein Mörser. Na, wie fährt sich das oben? Hier? Hi. Das hier ist ein Mörser, ja. Ja, damit habe ich gerade auch ganz viel geschossen. Das ist sehr gut. Das ist aber die einzige Kanone, die wir nach vorne raus haben, ne? Richtig. Ja, das ansonsten reicht, haben wir hier Flakgeschütze. Ja, wir haben halt, es macht dann halt schon Sinn, dass wir immer seitlich fliegen, ne? Weil wir da 2 Geschütze haben. Ja. Aber da werden wir halt auch besser getroffen. Richtig. Wir haben an der Seite oben halt die Flakgeschütze, die wirklich nur 4 Schuss haben. Die für lange Range sind. Deswegen. Mhm. Oder Medium sogar. Mhm. Medium. Ja. Und nochmal zum Wetter, ich das ist das Beste, was uns passieren gerne Medium kann. Weil Dr. Friends erklärt, das Wetter, ja, bringt uns die Wolken, indem wir ausweichen können, ja, uns verstecken können und Regenwolken verursachen keinen Schaden am Schiff. Oh, und ich fall gleich runter. So. Ja, ist ja spannend gerade. Ich will gerne was reparieren. Oh, da vorne ist ein Berg. Oh, das ist doch mal nicht so gut. Weil ich den jetzt... Mit dem Schraubenschlüssel hier. Wir nehmen die wieder Watch a Talkin Boot. Watch a Talkin Boot. Schöner Name. Wir sind jetzt verstehe ich den Namen erst. Hier ist so ein Felsen, auf den wir gerade zufliegen. Also solange nichts kaputt ist, kann ich auch mit linke draufhauen. Linke Seite müsst ihr gleich schießen können. Ich bin schon dran. Okay. Aber die Nafs Cloudburn ist was nehmen wir denn? Der Flammenwerfer zieht da nicht, Fred. Ja, hab ich gemerkt. Sollten wir uns... Ja. Geh mal wieder nach vorne. Die Talk in the Boat, die ist da links leicht, ja. Bisschen weiter nach links. Ja. Ist hier was Pudde? Nee, ne? Okay, erstmal jetzt vorne. Ja. Ja, Fred macht Job. Eins ballert die auf uns. Verdammt! Was ist denn jetzt? Da unten ist eine Waffe kaputt. Aber hier, das Heck ist auch nicht so fit. Oh, ich muss nachladen. Okay.
Franz, bist du auf der rechten oder auf der linken Seite? Rechts? Na, rechts. Pounce. Ja, nee, beide Sachen kaputt. Ich muss. Waffe hier vorne ist kaputt und ich bin runtergefallen. Wir müssen bei der Watch ein Talking About von vorn dran. Ich versuche gerade ein bisschen schwierig hier mit dem Heilen. Okay. Helft mal bei Rahm aus. Ich habe leider nur einen Flammenwerfer dabei. So, das Heile hinten ist auch. Hinten ist komplett vorne Schrott. Vorne die Kanone kümmere ich mich schon drum. Der Antrieb ist Schrott. Ich mach da mal, ne? Ich lass mal meinen Charme spielen. Ich kann leider nicht reparieren. Oh, doch, das heißt, das Schiff wird gleich explodieren. Nee. Das ist falsch hier. Ja, es geht. Kanonen brauchst du nicht machen, Rahm. Da kümmere ich mich schon drum. Nee. Ja. Yeah. Das ist lieb. Ich habe leider nur den Feuerlöscher dabei. Wo komme ich hier rauf? Da. Wo war denn das andere kaputt jetzt? Der Hülle, hat übrigens Minen gelegt. Na, ich fall vom Schiff. Ich bin aus dem Spiel geswitcht plötzlich und jetzt ist ein Schiff gefallen. Ich, fall schon wieder. Aber du bist doch der Captain. Du kannst nicht von Bord gehen. Als Letzter? Ja, aber hallo. Fahr mal weg. Bist du da? Ich bin wieder da. Gut. Ich bin ständig vom Schiff gefallen. Bist auf, wenn er fliegt. So, wo haben wir denn hier Schiffis? Da. Da. Ja, wir haben drei Schiffe auf der rechten und aber auch noch. Ja, ja. Haben natürlich auch noch Minen. Ja. Unten sind beides Flammenwerfer. Achso, hier unten ist schon wieder kaputt. Verdammt. Das Schiff ist so ein ewig langer Weg hier. Die geht. Ah, das Heile? Was ist da kaputt? Achso. Hä? Lass uns auch mal auf die Cloud Burn gehen. Okay. Hinten oben links ist noch was kaputt. Ja, genau, das meine ich. Da wollte ich gerade hin. Ich, ja. Das Schiff ist mir zu groß. Ah. Bleib doch vorn, Fred. Ja, ich habe nur gerade geguckt, ob es sich noch lohnt, irgendwo hinzugehen. Schön, wie hier die Tooltips auch noch reinkommen, auch wenn ich gerade schon seit einer Viertelstunde spiele. Ja, die musst du ausschalten im Option. Ja, mach ich später. So, die Cloudburn, ja? Jo. Die hat das. Hat die das gleiche Schiff? Ich glaube, die hat. Schießt du vorne an der Gun? Ich kann es jetzt nicht erkennen. Wäre es nicht einfacher, wenn wir auf die NAFFS. Na, geht auf das Schiff, wo auch die. Wo auch unser Homie drauf geht. Okay. Ja, wir müssen halt gerade das Feuer konzentrieren. Ja, was haut denn der ab? Na, der hat reingekriegt, aber ordentlich. Ja, gut. Wir werden jetzt auch reinkriegen. Wo ist denn der Schirm hin? Ach, der klebt da drunter. So, komm schon, Baby. Die senken. Die gehen nach unten. Hier, die Nafts, da ist rechts. Getroffen. Kommst ran, ne, Franz? Ich bin auf der Nafts. Ja. Ich will da auch ran. Ich komm da nicht ran. Mist. Dachte ich stammel meine Flammenwerfer, aber nö. Nee, da sind wir zu weit weg für. Ich Oha. Kann auch nicht mehr ran. Was kaputt? Hier ist rechts was kaputt. Komm, Nöhnchen. Auf welcher Seite kann ich jemanden angreifen? Da ist noch mehr kaputt. Auf der rechten Seite. Auf der rechten. Gehen. Ich sehe das immer so. Wir sind gerade noch so zu schlecht. Weit weg. Also nur mit der Flak komme ich ran. Da ist ein Rodo kaputt. Geh mal kurz nach vorne am besten. Dengel. Okay. Ja. Boah, hier geht ja alles gerade zu Bruch. Ja. Na, der haut gerade ordentlich rein. Linke Seite. Mhm. Oh. Ah, nee, war zu schnell. Ich hab ihn noch gekriegt. Das ist alles gut. Ich hab ihn mit dem Flammenwerfer noch gekriegt. Und. Der haut. Der hat das ganze Magazin reingekriegt. Auf der rechten Seite haben wir beide gegnerische Schiffe. Ja. Geil. Ich bin am Repairen wie ein Blöder. Ja, Bro, unser Schiff Freund ist auch noch kaputt. Oh. Ja, jetzt auch noch vorne auf Kinas. Weiß ich nicht. Wir kämpfen hier irgendwie zu zweit, kann das sein? Kann gut sein. Oh. Ah, Antrieb ist kaputt. Ich komme. Hier vorne das Schiffsgedöns brennt. Das ist unschön. Was für ein Schiffsgedöns? Der Rumpf vorne. Schiffsgedönse. Ich komme so Hose. Einmal kurz drauf. Das ist doof. Ich repariere mal den Antrieb. Das kann ich nebenbei mal machen. So, jetzt ist hier wieder Schnuppe. Wir können uns nicht verteidigen. Ja, das wird nichts. Ja, wir sind hier im Kreuzfeuer von drei Schiffen. Das funktioniert überhaupt nicht. Gebt mir trotzdem Mühe. Ich will Aussicht. Ah, okay, das sind Schiffe. Rückzug. Ja, da kommst du halt nicht mehr raus, wenn die einmal um einen rum sind. Ja. Oh, es steht 1 zu 5. Ja, haben wir den einen Kill geholt? Wir haben den einen Kill geholt.
Wir kämpfen halt entweder 1 gegen 3 oder 2 gegen 3. Vielleicht müssen wir einfach eine schöne Kurve fliegen. Auf dem Video kann man hier, wo sind die Tooltips? Tooltips. Hm. Weiß ich nicht mehr. Huch, das war bei doof. Nicht bei Controls. Ich bin gerade aus dem Spiel rausgeflogen. Das ist aber nicht gut. Nee, das war auch mein eigener Fehler. Verdammt. Na, join uns einfach, das kannst du immer noch. Ja, es war ein bisschen ungünstig. Bist du wieder da? Nein. Du kannst uns sofort rejoinen, wenn du... Ich glaube, du hast eine Minute Zeit, um das gleiche Match nochmal... Ah, genau, verdammt. Du hast so schöne Augen. Ansonsten gehst du einfach über Social. Ja. Habt ihr unsere... Okay, unsere Schiffe sind schon mittendrin da. Ja, die sind jetzt mittendrin. Lass uns den hinteren nehmen. Weißt du, der jetzt bei... Wie heißt der denn? Bei C3 ist, das müsste Howard Chat Talking About sein. Ja. Social Fresh Friends Join Match. Na, no, dann müsstest du wieder reinkommen. Connecting. Ich nehme auch wieder auf. Hallo. Oho. Hi. Sehr gut, hallo, Harm. Ach, jetzt ist die Welt auch da. Das sah vorhin ein bisschen leer aus. So. Ich hab gerade ganz wenig Frames. Was ist denn da los? Hier steht es gerade 0:0 bei mir. Basti, geh mal runter, wir nehmen die Nuffs. Ja, ich habe auch die ganze Zeit so eher schwache Frames. Och, ich bin ganz gut dabei. Ja, ich habe, glaube ich, bei den Grafikkartentreibern was umgestellt. Dass die nicht mehr funktionieren sollen? Nee, dass der da auch nochmal so... ich habe die ausgeschaltet. Dass der dann da nochmal extra Käse oben drauf packt. Achso. Dann passt ja zu den Weintrauben, die Basti vorhin wollte. Oh, Howard's not talking about, das ist ziemlich nah. Die sind aus dem dann Nebel rausgekommen. Dann nehmen wir die. Irgendeinen drauf. Glaube ich, bin ich so gut mit dem Mörser hier vorne. Ich merke schon. Wieso triffst du nicht? Hammer. Du musst immer ein bisschen weiter höher. Ja, ich mach ja. Und du musst halt sehen, wo Basti langfährt, ob der nach links geht. Das sieht leicht bescheuert aus. Also packst das schon. Wenn man nach unten schießt, sieht es echt doof aus. Ich sehe nicht so viel. Von außen. Rechts kann jetzt jemand schießen. Rechts, ja, er ist. Die Nuffs ist noch zu weit weg. Rechts, wir sind schon rechts. Kommst du da nicht? Wir sollten auf jeden Fall versuchen. Also nee, ich bin jetzt unten am Flammenwerfer. Wer ist denn jetzt? Also. Ein Kumpel ist jetzt hinter uns, ne? Und Vorsicht, da sind Minen in den Wolken. Wir fliegen so ein bisschen, glaube ich, wieder zwischen denen durch, ne? Das wäre ganz gut, wenn wir. Ich gehe mal hier oben an die Kanone. Havacha, ich nehme die Nuffs. Ich hau mal auf die Nuffs. Sehr gut. Wenn ich den nachgeladen habe. Na, näher komme ich da aber auch nicht ran. Verdammt. Hat die nur 3 Schuss oder wie ist das? Hier. Ich schieß die ganze Zeit daneben, ja, das ist ja nicht so. Oh, ist er auch noch voll daneben? Ja, das ist die Flak, ne? Aber die haut dann ordentlich rein. Ja. Das ist das Schöne. Haben wir schon was kaputt? Die Hawatcha ist gerade hinter uns. Die auch mit mal der Breitseite. Die jetzt hinten Kanone. Unsere Antriebe sind kaputt. Ja. Ich komme. Ich übernehme mal hier Rahmen. Hey, meinst du oben? Ja, oben. Ja, genau. Die Symbole sind ein bisschen klein. Und unten ist jetzt ganz kaputt. Das ist immer doof, das dauert immer so Ewigkeiten. Können wir nicht mehr hoch und runter. Dengel. Ja, ich gehe nach unten. Wenn ich denn da hinkomme. Machen. Ach da. Ich sag ja, es ist verwirrend hier. Hier auch nochmal drauf. Zangen. Das wieder richtig heile machen dauert immer so Ewigkeiten. Oder ich mach muss nicht falsch. Die ganze Zeit. Achso, doch, wenn du die komplett. Wenn du die komplett heil machen musst, dann musst du dran stehen bleiben, aber ansonsten reicht es, wenn du nur. Ja. Aber der Schraubenschlüssel ist besser. Oh. Haben wir uns besiegt schon. Schade. Oh. Ich meine, die anderen waren auch nicht schlecht. Ich meine, es war okay. Ja, die waren halt immer in einer Dreiergruppe. Wir waren, wie gesagt, entweder alleine oder zu zweit. Die hatten auch coolere Schiffsnamen. War nicht wahr. Als okay, Junker. Doch. Ja, das ist halt Standard. So damals, als wir noch mit der MS Manlove unterwegs waren, das war schön. Daran lag es wahrscheinlich. Ja, hättest du umbenennen müssen, Basti. Ja. Dass du daran nicht gedacht hast, also wirklich. Ich bin ein Swobby. Swobby. Und Nasty ist Sailor Moon, stand da gerade. Ja. Sailor Moon, Basti. Lass Flieg dein langes Haar für dich herunter. Jetzt vertauschst du 2 Märchen. Nee, der hat ja auch lange Haare. Vor allem, weil Sailor Moon ja auch ein Märchen ist. Jetzt machen wir Ende. Ja. Ende? Mhm. Ja. Das ist eine Idee. Okay. Ja, tschüss. Tschüss.